glaube, mittlerweile weiß ich, warum die das am Anfang so schwer gemacht haben, die Jungs von Piranha Bytes, weil jetzt gerade ist es so, dass die meisten Gegner, es sei denn, sie sind in der Unterzahl, wirklich leicht zu spielen sind. Schon, was wir als nächstes machen. Wenn wir da die Viecher jetzt ausgerottet haben, dann holen wir uns hier die Fabrik. Da war ich auch schon mal und da sind nämlich noch jede Menge von diesen Viechern, von den Mutanten. Die beiden beschriebenen Gräber. Da steckt irgendeine gute Waffe, die sehe ich jetzt schon. Und die will ich unbedingt haben. Warte mal, Gift. Kriegerschwert. 72 Geschicklichkeit, okay, das können wir bald verwenden. Natürlich auch noch. Sehr schön. Nachgelassen, die Fackel. Warte.
faul, also einmal reisen bitte. Warte mal, wo ist dieser Typ jetzt? Ist das dein Ernst? Du kannst dich wieder auf Banditen fokussieren, die Chimären sind tot. Allesamt? Nicht, dass ich in der Nacht aus dem Hinterhalt angefallen werde. Alle, garantiert. Dann sollst du auch den dafür ausgelobten Sold kassieren. Mach weiter so. Typen wie du können es weit bringen. Das will ich doch hoffen, dass ich es weit bringe. Erstmal was trinken. Warte. Jetzt nicht. Ja, dann halt nicht. Dein Pech. Der neue Bote. Leg deine Korrespondenz einfach da hinten ab. Ich werfe nachher einen Blick drauf. Einen Moment. Wo ist dein Meldeabzeichen? Und warum reist du inkognito? Ich bin kein Bote. Nicht? Dann hat man wohl noch immer keinen Ersatz gefunden. Wenn wir unsere Reihen nicht schneller auffüllen, gewinnen wir diesen verdammten Krieg nie. Aber ich verstoße gerade gegen das Protokoll. Wir haben uns noch nicht einander vorgestellt. Ich bin Dirk, befehlshabender Legat des Außenpostens. Und mit wem habe ich die Ehre? Ein in Ungnade gefallener Alp. Tut mir leid, wenn ich nicht lache, aber dein Humor gefällt mir nicht. Die Alps haben etliche Kleriker in Konverter gepfercht und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Also, pass das nächste Mal auf, wenn dir nach Scherzen zumute ist. Wie ist die Lage? Von mir wirst du nur das hören, was ich den Rekruten auch erzähle. Die Lage ist nach wie vor das Ergebnis unserer Bemühungen. Und darum denke ich, dass wir alle noch weitaus mehr tun müssen. Dieses noch weitaus mehr, das hat euch in der Entwicklung Spaß gemacht, Jungs, oder? So wie ich das sehe, reichen ein paar aufmunternde Worte nicht aus. Nein? Was erwartest du denn, dass ich auch noch die restlichen Rekruten verheize? Auch wenn von mir erwartet wird, dass ich die Leute im Einsatz schleife, sieht die Praxis anders aus. Wenigstens ein Teil meiner Leute soll das Ende ihrer Ausbildungszeit erleben. Aber wenn du so ein harter Kerl bist, hier... Nimm das und zögere nicht, jede Bedrohung da draußen auszuschalten, die deinen Weg kreuzt. Hast du Arbeit für mich? Es gibt eine Aufgabe, aber die werde ich dir nicht übertragen. Verschlusssachen sind schließlich vertraulich zu behandeln. Wegen der vertraulichen Aufgabe? Ja. Was muss ich tun, damit du sie mir überträgst? Ich weiß deinen Eifer zu schätzen, aber mir sind die Hände gebunden. Ohne dass ich mir sicher sein kann, dass du vertrauenswürdig bist, wird daraus nichts. Tja. Dann lass mich dein Vertrauen verdienen. Bevor wir uns weiter im Kreis drehen, mache ich dir einen Vorschlag. Lass mir ein Pfand von Wert da und du hast den Job. Solltest du alles zu meiner Zufriedenheit erfüllt haben, bekommst du ihn selbstverständlich wieder. Lass mal. Das machen wir dann mal später. Ich habe momentan nämlich nicht ganz so dicke. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg da unten in diese
warte, wo muss ich hin? Hier. Machen wir uns mal auf in diese Fabrik oder was das da ist. Noch eine Seerose mitten im sandigen Weg, okay. So. Lasset die Spiele beginnen. Dann, wenn ich doppelt springe und der nicht fliegt, das ist schon so ein Punkt für mich, wo ich echt kotzen könnte. Verschlossen. Jetzt haben wir hier rundherum das Gebäude schon mal gereinigt. Reinkommen wir da nicht leider. Thank you.
Komm her. Oh, warte mal, die kommen bestimmt da lang jetzt, ne? Was ist denn jetzt für ein komisches Anti-Schwerkraftfass? An der Stelle mache ich nochmal eine Aufnahmepause. Ich bin gleich wieder für euch da. Tschüss.